Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to bring you this look at the future stars in the sport of golf. From breathtaking Pebble Beach golf links, third round coverage of the Korn Ferry Tour Championship. Well, if yesterday was any indication, we should be in for a memorable weekend of golf here as we take in the leaderboard on this Saturday. Our leader here on Saturday is our featured golfer. His cushion is a full four shots as he gets set to tee off. Ja, servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour und wir stehen bereits am Abschlag. Pebble Beach Golf Links zum dritten Tag, die dritte Runde hier bei der Korn Ferry Tour Championship. Wir liegen aussichtsreich an erster Stelle und wir legen gleich los hier im Quick Mode, die dritte Runde über 18 Loch zu spielen. Und das heißt, wir werden hier erstmal wieder ein bisschen den Ball reinfaden und dann hoffen, dass er ordentlich hier das Fairway herunterläuft. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel für die dritte Runde. Okay, da startet wieder Richtung Bunker. Aber der Hang ist stark genug. Sehr schön. T-Shot. It's in the fairway here to get this Saturday started. Just over 90 yards, all that's left here for his second. So, wir haben ein bisschen Rückenwind. Und Finesse hat wenig Backspin. Okay. Wir müssten wieder schauen, dass wir rechts vom Stock zum Liegen kommen. Und wenn wir zu lang sind, dann haben wir wieder einen Bergab-Putt. Diesmal würde ich wirklich gucken, dass wir versuchen, gezielte Bergauf-Putts zu spielen. Wobei das natürlich hier mit diesem Break, man sieht es ja, auch nicht einfach ist. Wenn die Fahne natürlich rechts unten steckt, dann wäre es günstiger. Okay. Ein bisschen Rückenwind, das dürfte aber hier bei dem 60er gar nicht so viel ausmachen. Yep. Wir stehen natürlich ein bisschen über dem Stock, beziehungsweise über dem Ball. Das heißt, er wird eh ein bisschen nach rechts fliegen. Ah, das war wieder nicht so richtig durchgezogen. Okay, das passt soweit. Ah, good shot again there. Well thought out. Landing the ball short, let the ball run onto the green. And inside, well, I'd call that a birdie putt. So that's birdie range. So, okay. Ein kleines bisschen über links. Wir haben da nicht viel Break am Anfang. Okay. Und vorne, da zieht er dann. Jetzt gerade überlegen, ob das nicht zu viel ist. Zu viel Speed, weil der wird ja mit Sicherheit kaum brechen. Ja, der rennt über die Kante, klar. Aber wie gesagt, wir wollen uns nicht beschweren, solange wir solche Tap-Ins haben. Und Paar spielen. Ja, Ziel muss es immer sein, dass wir an den Paar 5, und das ist jetzt das erste mit 501 Yard, dass wir hier auf jeden Fall scoren. Wir sehen auch, dass wir Rückenwind haben. Der Ball wird richtig hier runterrennen, wenn wir ihn sauber ins Fairway kriegen. Deswegen noch ein kleines bisschen drohen, damit er auf jeden Fall nach links geht. Ja, das passt. Dann macht er noch ein paar Yards, auf jeden Fall. Another good tee shot for him to start the round as he gets another fairway here at the second. So, jetzt ist natürlich entscheidend. Check in with Notabegay the third. When you find yourself in the fairway on the second at Pebble, you have a great opportunity to take advantage of one of the easiest holes on the course. Wir haben ein bisschen Rückenwind, reicht uns ein Eisen 7? Es geht ja ein bisschen hoch. Finesse. Es geht hoch. Das heißt, wir müssen eigentlich länger sein und wir haben etwas Rückenwind. Eisen 5. Approach Eisen 7. Eisen 6 könnte eigentlich passen, wenn wir es etwas höher anspielen. Yep. So, ein bisschen reindrohen.
und etwas höher anspielen, damit er auf jeden Fall zum Liegen kommt und wir stehen wieder etwas überm Ball. Ja, geht auf den Stock. Okay. Okay, und jetzt müssen wir nur schauen, dass der Putt an den Stock kommt. Dann haben wir unser Birdie. Got every bit of that through all the way there and got it to stop. Home in two. Ach du Schande. 9 inches down. Okay. Und natürlich dann extrem über rechts. Definitiv extrem über rechts, so wie wir das. Oh ja. Dann gehen wir hier und dann wird er auf jeden Fall runterrollen. Okay. Der nimmt auf jeden Fall Speed nach links mit runter. Ja, der ist gut. Wenn er jetzt mal irgendwann liegen bleibt. Ah, da sieht man, wie der einfach noch weiter rollt. Okay. Bergauf-Putt, 4 Inches. Ich glaube, vorhin ist er ein bisschen verhungert, gell? So, Bergauf-Putt, wenig Break eigentlich. Wieder über die Kante. Ein Dreipad. Extrem ärgerlich. Ein Dreipad. So. So, das ist jetzt das erste Mal, dass wir hier kein Birdie gespielt haben. Mit einem Dreipad. Das war jetzt natürlich echt ärgerlich. So, hier müssen wir wieder schauen, dass wir. Okay, wir haben Gegenwind. Also nehmen wir wieder das Holz. Und werden hier definitiv wieder mit dem Draw reingehen. Ja, aber viel weiter rüber. Ja, der wird sowieso relativ schnell zum Liegen kommen. Und so war jedenfalls die Erfahrung bisher. Genau. So, das sind dann wieder 110 Yards ungefähr bis zum Stock. 120. Second shot coming up, and we say hello to Iona Steven. Yes, 120 yards left to the flagstick. Pin back right, so he can take an aggressive line. Ja, da müssen wir hinter den Stock spielen und dann muss da Spin drauf sein. Hinter den Stock und Spin. So, wenn er jetzt nicht spinnt, komm, zieh. Ach, bleibt wieder einfach nur liegen. And safely on deck. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. So, das ist Level, aber wir haben leichtes Break über links. Leichtes Break. Ja, das ist natürlich so ein kontinuierliches Break. So, ein bisschen mehr. Ja, der geht rechts vorbei. Got it there, but not quite on target. So, bei diesen Tap-Ins definitiv immer aufpassen. Da will ich keinen verhunzen. Ja, der ist nämlich ein bisschen links rübergelaufen, ne? And he's gonna hold on to that 3-shot lead. Ja, wir haben noch kein Birdie gespielt, aber wir führen noch. Das heißt, wir schauen mal aufs Leaderboard. Okay. Oh. Oh, Kyle Gordon. Minus 8 heute gespielt, die 64. Also der Kollege hat sich hier ganz schön in Position gebracht. Für den war das absolut heute ein Moving Day. Der hat richtig nach vorne gemoved, muss man sagen. Okay, sehr schön. Ja, Tim Vasquez. Okay. Also, noch führen wir gut und komfortabel. Aber wir müssen wirklich schauen, dass wir 2, 3 Birdies an den paar
5 machen. So, hier haben wir die ganze Zeit und jetzt haben wir ja auch ein bisschen Rückenwind mit dem Holz 3 abgeschlagen. Das soll uns auch reichen. Ja, so wird es wohl passen. Ja, jetzt zieht er nicht nach links. Aber es stellt kein Problem dar. You could risk either, but why? Just hit 3 wood down there, leave a nice yardage, knock it on the green, maybe make birdie. So the great tee shot left him here, now his second from relatively close range. Das ist jetzt fast sogar zu nah. Das ist jetzt ein Pitch. Oh Mann, 56, 46. Wenn der aufkommt, wird er auf jeden Fall nach links springen. Ein Pitch. Hoch angespielt. Ah. Kommt drauf. Ei. Ah, das war wieder so ein typischer Fehler. Ein Chip. Texas Wedge. Ja, das ist nix. Ein Chip. Der geht hoch. So. Okay. I think I'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. Ja, für meinen Geschmack kämpfen wir noch ein bisschen zu viel. Aber wir sehen ja, die 64 ist schon im Clubhaus. So, das Paar 3, 192. Jetzt haben wir natürlich hier, ja, wie immer, wir müssen immer über links kommen. Auch wenn der Wind jetzt nach rechts geht. Eisen 6. Wir spielen Eisen 7. Über links und lassen ihn wieder schön runterrollen. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn er zu kurz ist, dann landet er im Bunker. Ja, wenn er zu kurz ist, landet er im Bunker. Ja, der ist nicht zu kurz. Der landet auf dem Grün und wird nach rechts runterrollen. So weit, so gut. Das passt wieder mal. Und ich ahne es. Es wird ein Bergab-Putt werden. Ein Bergab-Putt, 4 Inches. So, und der sollte jetzt eigentlich gar nicht mal so viel sein vom Break her. Komm, 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 komm. Ah. That one just gonna sneak on by. Ja, gut. Also ich meine, diese Putts sind eigentlich alles okay. Was mich immer noch ein bisschen wurmt, ist natürlich die 2, das Paar 5. And he'll remain right where he is. Das wurmt mich einfach. So, wir müssen wieder gucken. Jetzt haben wir Wind. Okay, der uns den Ball nach links... Ja, einfach hier rein und diesmal sauber hier rein. Ja, zieht nach rechts. Das ist nicht so gut, aber ich denke, er wird nicht so weit rollen. Ah, solid. Good drive in the fairway. Well within range from here. A second now to the par 5. Ja, es geht wie gesagt ziemlich berghoch. Vorhin haben wir ein Eisen 5 gespielt. Wir spielen es kürzer und deutlich berghoch. Jetzt weiß ich nur nicht, waren wir dann... Ja, ja, ich glaube, wir waren dann trotzdem zu lang, oder? Wir spielen jetzt mal ein Eisen 6 und das spielen wir hoch. Hoch an.
Ja, der kommt nicht rüber. Und der bleibt auch nicht liegen, oder? Komm, bleib liegen. Ja, das ist wieder okay. Second shot on the button to this par 5, but Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. Ja, vorhin waren wir, glaube ich, ist er uns verhungert, ne? So, okay. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier durchs Fringe. Der wird mit Sicherheit gleich links wegbrechen. Ja, und dann haben wir hier ein ziemliches Break. Ja, ja, da bricht gleich weg. Rollt hier schön weiter. Liegt jetzt aber unterhalb vom Stock und jetzt sollten wir doch hoffentlich unser erstes Birdie machen. A four footer here for birdie. Ja, Berg hoch. Berg hoch. Ganz leicht über rechts. Okay, nicely played. That's in for birdie here at 6. And he moves to 15 under. So, das hilft uns ein bisschen, die Gegner auf Distanz zu halten. Die berühmte 7. Oh, jetzt steckt natürlich die Fahne kurz. Der Wind drückt den Ball nach links. Kurz. Wedge, ein 60er Wedge. Wir wollen auf jeden Fall hinterm Stock zum Liegen kommen. So. Okay. Und der müsste doch Spin bekommen, oder? Ja, das war klar. Zu kurz. Und wo rollt der hin? Der rund. Ah, die Falls von da. Okay. Aber zum Glück bleibt er im Fringe hängen. Und deswegen werden wir den auch wieder putten mit dem Texas Wedge. Das ist immer safe. Das heißt, minus 8 bzw. 8 hoch. Das heißt, definitiv 3,5 Kästchen. 100 aus dem Fringe. Wir müssen einfach nur ran. Unheimliches Break hier von links nach rechts. Extrem. Ja, der zieht gleich rüber, wobei, ja, doch, der müsste gleich rüberziehen. Ja, ich würde sagen, damit können wir gut leben. Damit können wir wirklich gut leben, das ist okay. Auch da hatten wir wieder die Chance. So, Vorsicht, ja. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll stay at 15 under. Ja, man sieht's, die anderen drei. Und da hat sich jetzt einer zwischen den Kollegen, der hier die minus 9 gespielt hat, geschoben. Das schauen wir uns mal kurz an hier auf dem Leaderboard. Minus 8 war es, der Kyle Gordon, 64. Und da haben sich jetzt welche dazwischen geschoben mit minus 3, minus 3, minus 2, minus 12. Okay, und die sind uns dicht auf den Fersen, beziehungsweise kurz vor uns. Okay, ja, wir müssen unbedingt schauen, dass wir auf den zweiten neuen ein paar Birdies spielen. So. Das ist wieder für den Hybrid, fürs Hybrid. Da werden wir hier weit links anhalten. Dann wird er noch ein bisschen ausrollen. Ja, okay, da wäre ein bisschen mehr gegangen, auf jeden Fall. Das wären jetzt 190, 188, okay. Das ist natürlich jetzt ein ordentliches Eisen. Beautiful tee shot. Great position looking at this green and there are no easy options here. You got bunkers up the left, bunkers on the right. You have balls that are going to find their way into the penalty area. Requires precision execution. So, es geht runter und wir haben ein bisschen Wind. Also würde ich hier Mitte anhalten und dann den Ball noch ein bisschen reinfaden, damit er die Kurve nimmt zum Stock.
ins Grün reinrollt und das Ganze noch etwas hochspielen mit dem Eisen 7, was sowieso relativ schnell zum Liegen kommen sollte. Ah, wieder ein bisschen Overswing. Das heißt, wir haben jede Menge Speed drauf, aber der kommt oben auf dem Plateau an. Ja, sehr schön und bleibt hier liegen. Das wird natürlich wieder der klassische Bergab-Putt, wie immer. Wie immer bergab und zwar kräftig. Ja, das ist richtig. Aber da unten tut sich was. Hier tut sich ein bisschen was. Ja, das Thema ist wieder das Tempo, ne? Weil der rollt dann da hinten durch. Danach geht es halt ziemlich nach rechts weg. Bisschen mehr Tempo. Vom Fall. Das wäre natürlich ein Bonus gewesen jetzt, wenn der gefallen wäre. Okay. Okay, that in for par here at the 8. So, Vasquez kommt ran. Minus 13. Paar 4, den Hang hier runter. Einfach nur hier rein. Der Wind drückt ihn noch ein kleines bisschen rüber, so Gott will. Ja, wir drücken ihn sogar ein bisschen mit rüber. Vom Drive her, aber das sollte kein Problem sein. Der springt sofort nach rechts. Rollt hier nochmal die Welle runter und macht Meter ohne Ende. 281 Yards Carry und jetzt mit Roll werden wir 340 Yards. 331 Yards, okay. From the fairway, we check in with Noda. Well, when you find your ball in the fairway at the ninth, you hit a great tee shot, one of the most difficult fairways to hit on the entire golf course, but now it opens up the opportunity to hit a great second. So, wir brauchen diese Zwischenlänge, weil es geht bergab und wir haben Rückenwind. So, wir stehen über dem Ball. Ja, deswegen geht er, obwohl der Wind nach links geht, eher nach rechts tendenziell. So. Ja. Kleines bisschen höher anspielen, damit er etwas schneller zum Liegen kommt. So, das war jetzt eigentlich ordentlich durchgeschwungen. Ah, it's just a touch too long. I mean, personally, I'd rather be putting back up the hill than coming down. It's pretty quick. Ja, das ist immer das gleiche Thema. Immer das gleiche Thema. Immer bergab Putts. Die sind echt nervig. So schlecht einzuschätzen. Auf diese kurze Distanz. Ja, ja, ja. Das war wieder so ein bisschen gestreichelt, den Ball. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. Just a tap in there for par at the ninth. And that will mean it's a 34 on the front side, one under par. So, aber wir müssen immer noch festhalten, dass wir noch kein Bogey gespielt haben. Noch sind wir sozusagen im Soll. Und so muss das auch bleiben. Wir gehen auf die zweite 9, auf die Back 9. Die 10 mit ein paar 4, 437 Yards. So, wir können ein bisschen rechts bleiben. So, die letzte Bahn jetzt erstmal wieder hier am Strand entlang. Er springt schön nach rechts. .123 ist wieder ein Wedge, oder? Ja, war mir klar. Ideal location, middle of the fairway. This is his second. Zwei runter, der Wind geht nach links. Es ist ein 50er. Ein 50er wird nicht viel rollen, beziehungsweise spinnen. Ja, da oben ist es flach, ne? Wenn wir rechts liegen. Es geht dann wieder ein bisschen bergab, aber nicht wild. Ja, also wenn wir den an den Stock bringen, dann haben wir eigentlich eine gute Chance. Wir sehen auch wieder, dass wieder ein bisschen nach rechts geht, obwohl der Wind
von rechts nach links geht, weil wir wieder überm Ball sind. So, der darf jetzt nicht zu kurz sein, aber so sieht er auch nicht aus. Komm jetzt mal ein bisschen Spin. Okay. Maybe a little too pumped up there. That just flew past the flag, but still an outside chance for a birdie. Eine outside chance. Es geht wieder hier ganz schön bergab. Es ist echt hier. Okay. Über links. Nicht wild. Aber der müsste auf jeden Fall brechen. Ja, bricht sofort wieder weg. Good effort, but that'll run 2-3 feet past the hole. Das ist, wie man so schön sagt, er war überhaupt gar nicht auf der Linie. Der ist sofort nach rechts weggebrochen und ist gar nicht praktisch in die Kurve gegangen. Das ist ärgerlich. Das ist wieder mal ärgerlich. So that in for par to start this backside. And he'll remain right where he is. So, Vasquez spielt anscheinend mit uns zusammen in einem Flight, würde ich sagen. Wir spielen jetzt hier wieder berghoch, 383 Yards, das Par 4, die Nummer 11. Und da heißt es eigentlich nur, den Ball hier ins Fairway klopfen. Der kommt eigentlich gar nicht bis zum Bunker. So, aber wir müssen auf dem Fairway bleiben, damit wir hier ordentlichen Schlag machen können mit unserem Eisen. Well, that hole is cut front left. So this drive, which was hit down the left side of the fairway, makes the second shot very tricky. Now note his second from the fairway. 108 yards left, sitting in the front left hole location. Ja, das Ganze kommt runter. Das ist halt immer das Problem. Wenn wir Spin haben, dann zieht er hier den ganzen Hang runter. Wir müssen berghoch spielen. Das heißt auf jeden Fall länger. Haben aber auch noch ein bisschen Wind. Komm, lauf, 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 lauf. Und kein Spin. So, ich glaube, jetzt haben wir mal wieder einen Bergauf-Putt. So, minus 7. Das sind auf jeden Fall drei Kästchen. Wenn jetzt sogar noch ein kleines bisschen mehr über rechts. So viel kann der gar nicht brechen, wie wir dem jetzt einen mitgeben. Ja, es reicht wieder nicht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wir müssen geduldig sein und wir müssen jetzt hier gut aufpassen, dass der uns nicht jetzt am Loch vorbeirollt. Ja. So that rushed in for par here at 11 and he'll stay right where he is. So, wir sind an der 11, immer noch zwei Schläge voraus, weil die Kollegen hier auch nicht richtig punkten, so wie es aussieht. Ja, das wird schon eine enge Nummer, das merke ich schon, weil wir einfach nicht diese Speed, diese Performance aufs Brett bringen, auf den Rasen sozusagen, die wir bräuchten. So, es geht wieder ziemlich nach unten, das heißt, wir müssen eigentlich kürzer bleiben, einen Schlag. Einen Schläger. Wir haben auch noch Gegenwind. Und dann spielen wir den auch noch hoch an. Ja, wir könnten jetzt natürlich... Ja gut, wenn er im Bunker landet, dann machen wir einen schönen Bunkerschlag. Ein bisschen hochdrawn. Damit er auch zum Liegen kommt. Oh, der wird lang. Aber der bleibt sofort liegen, weil da müsste er auch ein bisschen wieder runterkommen. Ja, okay. On the green, chance for birdie coming up. Ja, das war praktisch in den Hang. Birdie at 12. And break won't be a big worry, but speed will. This is going to pick up momentum as it works down the slope.
Ja, das ist wieder das genau dieses Thema. Wäre jetzt einen Meter kürzer, dann hätten wir nur einen einfachen Break. Aber jetzt haben wir hier vorne sofort wieder so einen Wahnsinns-Break. Und das heißt, dann bricht er uns sofort wieder nach links. Und dann rollt er gleich so geradeaus runter. Okay. Ja, wir machen lieber mal ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, er bricht sofort nach links und dann ist es wieder zu viel. Well, that's a little suspect. It never really went as fast as I thought it would. Ich finde es unheimlich schwierig einzuschätzen im Moment. Er bricht ein bisschen nach links. Nicely done as he rolls that in for his par. Ja, das wird diesmal eine schwache Runde, so wie es aussieht. Wir werden hier kaum Birdies spielen. Jetzt muss ich gerade noch mal aufs Leader, auf die... Ja, wir haben an dem einen Par 5 haben wir unser Birdie gespielt, aber sonst alles im Par, nirgends eine richtig... Immer alles so knapp vorbei, einmal ausgelippt und die zwei, das, wie gesagt, das ärgert mich, dass das Pärchen hätten wir haben müssen. Okay, jetzt müssen wir unbedingt schauen, dass wir 14, 18 scoren, unbedingt... So, wir haben ein bisschen Gegenwind. Ja, dann ist es eigentlich egal. Wir spielen hier einfach Mitte Fairway. Mitte Fairway. Ja, kann ja nicht allzu viel passieren. And a good result, as that is safely into the fairway. So, 15 Fuß. Eisen 9. We're going to have to take at least an extra club to make up for that added elevation. And also it's tougher to get onto that front foot. Eisen 9 fällt sowieso ein bisschen runter. Ja, wir müssen weiter hinten. Aber vielleicht doch gar nicht so sehr, dass er dann hier rechts reinspringt und dann noch ein bisschen links runterrollt. Das könnte es vielleicht auch sein. Ja, okay. Wir stehen ein bisschen unterm Ball. Das heißt, eigentlich müsste er tendenziell sowieso links gehen. Ja, jetzt ist er ein bisschen kurz, wird aber noch wegen laufen, oder? Oh, oh, oh. Doch, er bleibt oben auf dem Plateau. Danke. Also Greens and Regulation haben wir eigentlich jede Menge gehabt. 5 Inches. Wieder über rechts. Kontinuierlich, aber doch heftiges Break. Ach, wieder zu wenig. Wieder etwas zu wenig. Also heute ist nicht unser Tag, was das Putten angeht. Absolut nicht. Und das geht ein bisschen nach unten, also nicht zu schnell. Okay, safely in for par here at 13. And this will remain a one-shot advantage. So, jetzt gilt es hier unbedingt, ach ja, genau, diesmal müssen wir schauen, dass wir nicht ganz so weit nach links gehen, beziehungsweise nach rechts, weil jedes Mal landen wir hier dummerweise im Bunker und das wollen wir diesmal vermeiden, sonst können wir einfach hier nicht mit dem Holz nach vorne jagen. So, ich denke, diesmal passt es, dass wir nicht im Bunker landen. Ja, komm, bleib liegen. Okay, damit können wir leben. Da können wir auf jeden Fall das Holz nach vorne klopfen. Dann schauen wir mal. Oh ja, okay. Dann müssen wir schauen, ob wir hier in den Eingang reinkommen. Der müsste ja dann sowieso nach links springen, ne? Also wenn der hier vorne aufkommt, dann müsste der nach links springen. Ja, dass wir den einfach nur hier aufs Grün bekommen.
kleines bisschen drohen. Ja, wo springt er jetzt auf? Ja, springt nach links und. Ja, okay, da können wir pitchen, sehr gut. Oder einen Flopshot machen. Has to be thrilled with that second shot here to the par 5, Frank. Got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ah, Chippe. Long flop. Okay, und er sollte eher rechts. Warum so weit links? Ich verstehe es nicht, was der immer bei den Flopshots macht. Ich verstehe es nicht, warum die immer so völlig falsch fliegen. 13 feet away. Drei Inches hoch. So. Sieht gar nicht so aus. Man denkt, es geht bergab. Komm jetzt rein. Und wieder nicht die Birdie-Chance genutzt. Wieder nur das Paar, so wie es aussieht. Wieder nur das Paar. Okay, good putt. And a par here at 14. And he'll stay right where he is. Ärgerlich, ärgerlich. Also diese Runde, die geht mir ein bisschen, ja, die nimmt mir die Nerven, so will ich es formulieren. Wo sind wir denn? 15. Ja, wir haben echt unseren Vorsprung verspielt, weil wir nur Pass gespielt haben und nicht an den Stellen gescored haben, wo es eigentlich notwendig war. Es kommen alle ran hier, so wie es aussieht. Okay, da wird natürlich dann der vierte Spieltag wirklich sehr spannend, so wie es aussieht. So, da haben wir vorhin bös verzogen in der zweiten Runde. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir mit dem Wind den Ball auf die rechte Seite kriegen und dann springt er sowieso nach links. Jetzt geht er wieder nach links. Richtung Bunker, oder? Aber komm, ja, okay. Okay, okay, da hatten wir jetzt ein bisschen Glück, auf jeden Fall. So, es geht ein bisschen bergab. Wir haben ein bisschen Gegenwind, das heißt, bergab wäre eigentlich jetzt etwas kürzer, mit dem Wind wäre es etwas länger. Okay, wir haben Finesse, das heißt, er müsste eigentlich wenig spinnen. Okay. Ja, der kommt dann aber runter und springt nach links. Ah, wieder etwas zu wenig Speed draufgebracht auf den Schläger. Und dann spinnt er natürlich wieder, ist klar. In Golf, you know, you've heard the term mulligan. You'd love that a do over there, wouldn't you? I mean, that's just, that's very poor from that range. Ja, so sehe ich das auch. Das hätte besser sein müssen eigentlich. Das hätte besser sein müssen. So, am Anfang geht es ein bisschen nach links, dann da oben rechts und um ehrlich zu sein, mache ich mir da eh keine großen Hoffnungen. Wenn wir zuerst ein bisschen nach links gehen, dann ein bisschen gerade und dann schiebt er nach rechts rüber, wenn er langsamer wird. Und wie immer, unverhofft kommt oft. Please to get up that slope. It is in for a birdie to 16 under par. Die 16, ein paar 4, 398 Yards. Wir haben da jedes Mal mit dem Holz geschlagen, damit wir einfach nicht Gefahr laufen, hier zu weit runter zu kommen. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Er wird uns ein bisschen nach links rüber drücken. Oh, der geht sogar diesmal stark nach links. Ja, ich habe den ein bisschen verrissen.
Wenn er im Fairway liegen bleibt, ist es okay, wir kommen über die Bäume rüber, das stellt kein Problem dar. Mit dem Driver wären wir jetzt da unten in der Kuhle und dann hätten wir, glaube ich, den Baum vor der Nase. Mit einem Wedge. Das 50er. Ich meine, es geht ja ganz schön runter. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Approach. Finesse. Mit dem Pitching Wedge einfach etwas kürzer. Ja, der bleibt so weit links. Er bleibt so weit links. Okay, jetzt haben wir das Glück, eigentlich wenig Break zu haben. Und berghoch. Und berghoch. Wenig Break, berghoch. Am Anfang breakt er, aber da müsste er durchlaufen. Da müsste er eigentlich durchlaufen. Und vorne tut sich dann wenig. Na? Es sind gute Putts, es sind gute Putts, aber es fehlt. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass er uns über die Kante gerollt ist. Dass einfach diese Zentimeter oder diese Millimeter uns gefehlt haben. Okay. That one finished off. It's in for par. And he's going to remain at minus 16. So, wir liegen jetzt Kopf an Kopf hier mit dem Co-Leader. Und das ist der gute Vasquez. Okay, die anderen sind alle drin. Vasquez und okay. Dai Hui ist bereits schon auf dem letzten Loch, der wird sich überhaupt nicht um uns kümmern. Dann haben wir 15-11, also man sieht, dass dann auf jeden Fall hinten da eine große, große Lücke ist. Aber vorne wird es spannend bleiben und man sieht auch, Vasquez hat halt eben einfach gut gescored. Minus 6, das haben wir eben auch in den ersten zwei Runden gut gescored. Und die Kollegen hinten dran haben alle gut gescored. Wir sind eigentlich hier im vorderen Bereich mit der schlechteste, außer jetzt natürlich hier Dai Hui. Okay. Versuchen wir noch ein Birdie zu spielen. Wir müssen über rechts kommen. Eisen 8. Es geht ein bisschen runter. Und das Achter wird ein bisschen ausrollen. Wir wollen definitiv nicht zu lang werden. Okay. Ah, schon wieder hier ein bisschen überzogen mit dem Schläger. Overswinged. Aber das war gut. Das war okay, gut. That one's dancing. Das müsste jetzt ein relativ einfacher Putt sein. So, Level. Wir machen ein bisschen Speed. Wir gehen leicht über links. Weil das, den Break, da muss er den Break auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Definitiv. So. Na also. So, das haben wir jetzt aber wirklich gebraucht. Das haben wir jetzt wirklich gebraucht für unser Selbstvertrauen. So, gegen den Wind. Gegen den Wind. Leicht reindrohen. Und dann hauen wir das Ding wieder davor. Ja, das passt, das ist gut. Und dann haben wir die Möglichkeit, wieder mit dem zweiten hoffentlich aufs Grün zu kommen und dann vielleicht noch ein Birdie zu spielen. Das Glück, hier nochmal einen Eagle zu spielen, wie in der Runde 2. Ja, das will ich, davon will ich mal nicht ausgehen. Ein Eisen 4 auf die kurzgesteckte Fahne. Nein, wir spielen ein Eisen 5. Der ist dann ja auch vorne aufgekommen und fast nach hinten durchgerollt. Eisen 5 mit einem Fade. Ein bisschen kürzer. Wir haben aber auch Gegenwind. Ein bisschen reinfaden. Bisschen höher. Und dann hoffe ich, dass der da doch zum Liegen kommt. Ah, der fadet mir zu stark Richtung Bunker, oder?
Oder springt er nach links? Ach, der bleibt einfach hängen. That's what he wanted to do. After the tee shot, he puts himself in a really good position. Nee, kein Pitch. Flop. Wenn ich wieder einen Flop mache, dann landet der weiß Gott wo. Aber gut, der Flop müsste eigentlich relativ dicht am Stock landen. Es wird mir schon interessieren, was da immer das Problem ist, warum diese Flops immer so komisch schlecht links oder rechts wegfliegen. Ich bin der Meinung, der wird auch zu kurz sein. Okay. Okay, die Richtung ist gut. Und ein bisschen Spin. Okay, okay. Also den sollten wir doch noch versenkt kriegen, oder? Den kriegen wir doch noch versenkt hier. Über leicht, über rechts. Es geht leicht bergab. Und da bin ich jetzt zufrieden. Back-to-back birdies at 17 and 18. So a two-stroke lead here for our featured golfer. That's the good news. But you have to keep in mind, there's chance that by the time you tee off tomorrow, you might not even have the lead. That's right, Rich. There's a lot of scoring opportunities out there, but you've still got to focus on the job in hand and that winning score. I think if you can project a number, really, and try and shoot for that, because tomorrow's going to be crazy. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Iona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns auch demnächst dann zur vierten Runde, die wir dann wieder im, ich sage mal, langen Modus spielen. Das heißt mit Flyover und den Animationen dazwischen, mit den Spielerreaktionen. Und dann wird es wieder die Back Nine und die Front Nine geben. Diesmal haben wir im Quick Mode durchgespielt. 18 Bahnen und ich muss ehrlich sagen, also bis zur 14 hat mich das dann doch jetzt ganz schön ein bisschen mitgenommen, dass wir an der 2 hier nicht das Birdie gespielt haben, an der 14 nicht das Birdie. Einfach ärgerlich. Aber dann war natürlich hier die 15 so ein kleiner Bonus, muss ich sagen. Und auch an der 17 hier noch das Birdie zu spielen. Ich denke hier auf den letzten vier Löchern drei Birdies, das war nochmal richtig ein bisschen Gas gegeben, auch um unseren Mitbewerbern zu zeigen, wo es lang geht. Okay, das war eigentlich die schwächste Runde für uns von den dreien mit minus 4. Aber wir können natürlich trotzdem unterm Strich sehr zufrieden sein, da kein Bogey wieder mal nicht dabei war. Matchplan ging nicht ganz auf mit den Par 5. Diesmal haben wir nur 2 von 4 gespielt, im Prinzip Birdie. Und wir hatten beim letzten Mal sogar einen Eagle an der 18. Okay, nichtsdestoweniger können wir zufrieden sein. Es war, wie gesagt, eine bisschen anstrengende Runde, weil halt doch wieder so viele Ausgelippte dabei waren. Und das Putten ist halt einfach das, was die Punkte bringt. Ich erinnere euch an The Drive is for the Show, The Putt is for the Money. Und deswegen werden wir uns da auch hoffentlich demnächst ein bisschen noch verbessern. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte ein Däumchen oder natürlich auch ein Abo dazulassen. Wäre herzallerliebst, wenn ihr dann zukünftig keine Matches mehr hier verpassen wollt, hier in EA Sports PGA Tour. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch wie immer an dieser Stelle ein schönes Spiel und bis demnächst zur vierten entscheidenden Runde um die Korn Ferry Tour Championship hier bei mir auf dem Kanal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.